So, erstmal guten Tag, Leute. Erstmal die Harley ein bisschen wieder in Gang bringen hier. So, wir haben Oktober, ich weiß gar nicht, 23. 24. müsste heute sein. 24. Oktober. Richtig schönes Herbstwetter. Oh, hier beschlägt alles. Das ist natürlich kacke. Was haben wir vielleicht? 15 Grad oder so? Also, ja. Es ist frisch, aber es ist schön. So ein Wetter muss man natürlich ausnutzen. Und schon allein dafür muss ich es heute ausnutzen, Leute. Gestern, den 23.11.2024, haben wir auf YouTube, oder habt ihr auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, die 2000 Abonnenten-Marke geknackt. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Und ja, den 2000. kenne ich sogar. Erstmal Grüße gehen raus. Du bist der 2000. Da kannst du dir tätowieren. Naja, erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass wir langsam aber stetig wachsen. Es gibt mir das Gefühl, dann hier auch weitermachen zu können, zu wollen. Ja, wollen tue ich so oder so. Ob es jetzt passiert wäre oder nicht. Alter, kommt der hier angerast wie so ein Idiot. Ich habe ja sowieso so ein Problem, wenn Leute so schnell an der Kreuzung ranballern. Aber der ist ja über die gestrichene Stoppschildlinie da durchgefahren. Wie so ein Idiot. Boah. So, da wäre es bald gewesen mit den 2000 Abonnenten. Bis hier noch nicht weiter, weil ich platt gefahren worden wäre. So, naja, bei dem schönen geilen Wetter, hier liegt überall schön Laub, aber Boden ist soweit trocken. Ich bin jetzt unterwegs gleich mit ein paar Leuten. Und einen davon kenne ich auch persönlich, mit dem bin ich schon mal gefahren. Den guten Hagi von Bikers with Attitude. Ich glaube, den habe ich, glaube ich, im letzten oder vorletzten Video schon mal erwähnt, weil er so lustige Sachen auch unter meinen Videos schreibt. Oder weil er eigentlich auf meinen Quatsch immer reagiert, finde ich ihn ziemlich geil. Ja, und mit dem fahre ich jetzt gleich gemütlich Richtung Grafenmühle. Jetzt geht er erstmal über die Fähre drüber. Und ja, jetzt lassen wir erstmal die Halle ein bisschen warm laufen. Was ein schöner Anblick. Dann fahre ich mal meinem Guide hinterher. So, Harley auf hoher See. Scheiße. Leicht geputzt habe ich sie, aber nur leicht. Naja, nur den gröbsten Schmutz runter gewischt eben schnell. Naja, hoffentlich piept die gleich nicht hier bei dem ganzen Gewackel. Da hinten, irgendwo da bin ich geboren und da wohne ich jetzt. Krass eigentlich, ne? Ja, zu dem guten Stück gibt es auch bald wieder ein Update-Video zu der Harley. Definitiv. Da wird auch was passieren. Aber alles dazu mehr in den nächsten Wochen, Leute. Aber ist schon geil. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Da auf dem Fender vorne hinten, vorne, wo die Sonne drauf scheint. Dieser schöne Perleffekt von dem Weiß. Das ist schon top. So. Jetzt tun wir sie mal wieder entfachen hier. Ja, 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 ja. Sie wollte sich auch mal melden. Es ist ein bisschen nervig, den Knopf zu drücken. Ne? Besser wäre, wenn sie erkennt, wenn du das Ding in der Tasche hast. Ich glaube, die neuen haben das. Ne? So. So, wo ist mein Pinöpel? Da ist mein Pinöpel.
Ich bin jetzt auf jeden Fall unterwegs Richtung Förde. Und ja, treffe mich da mit dem Hagi. Und von da aus fahren wir dann weiter Richtung Grafenmühle. So ein kleiner Mini-Rideout mit ein paar Leuten. Ein, zwei, vielleicht drei. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere mehr dabei. Eventuell trifft man den einen oder anderen noch an der Grafenmühle. Ich habe es auf Instagram in meine Story gepostet, dass ich heute da bin. So gegen Nachmittag. Ja, wir haben jetzt Nachmittag. Und ja, schauen wir mal, ne? Gucken, was abgeht. Man muss echt die letzten Sonnenstrahlen nutzen mit der Harley. Und ich bin froh, dass es auch angesprungen ist. Bin sie jetzt, wann bin ich das letzte Mal gefahren? Weiß ich gar nicht. Ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her oder was. Aber die neue Batterie ist gut. Ich habe ja, hab da ja, glaube ich, gesehen, irgendwann mal eine neue Batterie verbauen müssen. Und ja, entlädt sich auf jeden Fall nicht so schnell. Aber so eine Lade-Johnny 9 habe ich ja dran gesteckt. Also ich könnte einfach reinstecken und dann aufladen. Genau. Ja, einfach unterm Sitz. Mann, 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 du, sowas hasse ich ja schon, ne? Vollidiot, ey. Das ist ja schon der zweite heute. Richtig, richtig schöne Herbstfarben. Ich hoffe, das kommt auf Kamera schön rüber. Wahrscheinlich der perfekte Tag heute für mich. Für mein Herbstvideo. Für das 2000 Abonnenten Dankesvideo. Also ich friere mir heute die Eier ab, nur für euch. Obwohl, Eier abfrieren ist nicht. Das haben wir jetzt 16, 17 Grad oder was? 16, glaube ich. Und aber ja, sobald die Sonne weg ist, dann ist auch echt, ja doch, so kalt. Also... egal, müssen wir jetzt durch. Kleiner Rideout an einem schönen Herbsttag. Und Gott sei Dank passt doch mal. Heute habe ich mal frei. Sehr, sehr selten in letzter Zeit, dass ich mal frei habe an so einem schönen Tag, wenn noch mal was geht hier. Wild, wild, wild hier alles. So, der Kollege vor mir, den habt ihr ja schon mal gesehen. Mit seiner, ich glaube, das ist eine Street Bob in Schwarz. Oder ist das eine Deiner? Ich glaube, eine Street Bob müsste das sein, ne? Sieht man ja hinten schon der zwei außenliegenden ja, Dämpfer. Und da ganz vorne der andere Kollege fährt eine Triumph. Ich weiß nicht genau, was es für ein Ding ist. Ich würde jetzt schätzen, so eine Triumph Bonneville Bobber. Sehr geiles Teil, feiere ich richtig und hat auch einen richtig, richtig schönen Sound. Habe ich, glaube ich, so auch, keine Ahnung, jetzt nicht so bewusst drauf geachtet, aber sieht man selten so ein Gerät. Und ja, habe ich irgendwas zu erzählen? Ja, erstmal
Ja, keine Ahnung. Ich bin irgendwie immer noch geflasht, dass wir jetzt doch noch die 2000er geknackt haben. Und erstmal cool dafür. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank an alle, die jetzt dazugekommen sind. Und auch, ich glaube, der letzte große Schwung kam jetzt auch wegen der BMW. Also, ich bin jetzt nicht nur ein Harley-Vlogger, war ich eigentlich nie. Ich habe das ja schon mal in meinen Kommentaren gelesen. Als Harley-Vlogger, dann will ich sowas und sowas und sowas nicht sehen. Ich so, das, eigentlich ist mir das scheißegal. Wenn du einen reinen Harley-Vlogger sehen willst, dann guck dir jemand anders an und fertig. Also, auch da kommen manchmal komische Vögel aus ihren Löchern raus. Und ja, da dem bin ich halt maßlos ausgesetzt. Aber scheißegal. Bei mir gibt es allgemein Motorrad-Content, Shopper-Content, so ein bisschen Rocker-Content. Oh. Darauf war meine Harley nicht vorbereitet. Die hat ein bisschen gespuckt. Und ja, Shopper, dann jetzt BMW, die GS. Und jetzt im Winter geht es auch los mit der Kawasaki ZRX. Versuchen, die ins Leben zu rufen oder zumindest das erste Lebenszeichen rauszukitzeln. Dafür sind schon die ersten Teile angekommen. Und freue mich, dass ihr das mit mir anschauen wollt. Den ganzen Scheiß, den ich hier mache. Aber die Strecke bin ich auch schon mal gefahren, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die bin ich ja mit dem Hagi hier schon mal gefahren. Wir sind ja, glaube ich, schon mal zusammen Grafenmühle gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hingefahren sind. Ich meine auch Grafenmühle. Ist auch schon wieder so lang. Nee, wir sind das Sonderbike gefahren. Genau, so war's. Meine ich. Ach, keine Ahnung, muss ich ihn gleich einfach nochmal fragen. Ich bin mir nie mehr sicher. Ich meine, wir sind das Sonderbike gefahren, nicht nach Grafenmühle. Aber ist ja egal. Und ja, Leute, was soll ich jetzt sagen irgendwie? 2000 Abonnenten. Ich kann es gar nicht fassen. Es gibt 2000 Menschen da draußen, die meinen Kanal abonniert haben, weil die meinen Scheiß gucken wollen. Das finde ich schon heftig. Und ja, eigentlich müsste ich jetzt auch wieder ein Gewinnspiel machen, ne? So ein kleines Giveaway, so ein kleines Dankeschön. Und habe mir aber noch gar keine Gedanken drum gemacht. Ich mache mir mal ein bisschen Gedanken drum, was wie wo, irgendwas Kleines, Einfaches oder keine Ahnung. Ich wusste, dass der Tag kommt, aber in letzter Zeit war einfach ein bisschen anderes privat los bei mir. Und wenn ich schon jetzt hier so ein bisschen Danke sage zu euch da draußen, dann mache ich jetzt, keine Ahnung, es war auch nicht geplant, dass ich das jetzt so mache, aber wir haben vor kurzem in der Familie unseren Kater verloren, mussten wir einschläfern lassen, 16 Jahre alt geworden. Unseren kleinen Scotty. Lass doch, oder wie soll ich sagen, lassen wir heute die Fahrt so ein bisschen einmal den 2000 Abonnenten widmen und unseren kleinen Scotty widmen. Der gehörte meiner Frau, der war jetzt für mich 9 Jahre mit an meiner Seite. Und genau, so schönes Wetter, dann lassen wir nochmal Scotty in diesem Video um die Welt gehen, zumindest gedanklich. Der war mein kleiner Freund, der hat mich akzeptiert. Aber um da nochmal so ein bisschen was drüber zu erzählen, klar, jeder von, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, so. Ich weiß, wie das ist, wenn man geliebte Menschen und so verliert, dass das schwierig ist, ist klar. Ich hätte aber nie gedacht, dass es auch bei einem Tier auch fast ähnlich schwer wird, hätte ich nicht gedacht. Denn der war für mich natürlich auch ein Familienmitglied und nicht einfach nur ein Tier, sondern ja, wie, keine Ahnung, wie, weiß nicht, wie man so beschreiben soll, aber das ist mir dann so richtig bewusst geworden, als es halt hieß, wir mussten ihn einschläfern. Und dann haben wir uns mit der ganzen Familie zusammengetrommelt, sind dann zum Tierarzt gefahren, geschlossen dahin und ja, haben ihm die letzte Ehre erwiesen. Und echt, da ging es mir richtig schlecht. So. Also, das ist schon heftig. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mir persönlich auch so nahe gehen kann oder auch so nahe geht. Keine Ahnung, vielleicht sagt das viel über mich aus, ich weiß es nicht. Aber ich hatte sowas halt vorhin. Ich hatte nie ein Tier.
außer jetzt mal ein paar Fische oder so, irgendwie, da hat man jetzt nicht so eine Bindung zu, aber hätte nicht gedacht, dass mir, ja, wenn so ein Tier über die Regenbrücke, ich muss das gleich nochmal anfangen, ein bisschen Klose im Hals. Ist mir auch sehr nah gegangen und bin dankbar natürlich darüber, dass ich ihn kennenlernen durfte und so weiter. Eigentlich das gleiche Spiel, die gleichen Gefühle, als wenn ein geliebter Mensch gestorben wäre. Macht für mich irgendwie, und das hätte ich nicht gedacht, dass es bei mir so ist, oder dass das überhaupt bei jemandem so ist, dass es das gleiche macht. Und ja, fand ich einfach krass. Wollte ich mal so ein bisschen erwähnt haben. Und ja, genau. Ja, Scott ist jetzt da oben bei meiner kleinen Nichte. Und ja, die beiden kannten sich auch. Und bin zuversichtlich, dass sie da oben eine coole Zeit haben. Oder wo auch immer die gerade sind. In welchem Universum. So. Aber ja, Leute. So, was habe ich denn sonst noch? Eigentlich habe ich gar nicht so viel irgendwie, war gar nicht so großartig jetzt auch drauf vorbereitet. Gestern erst kurz entschlossen, heute so ein Ründchen zu fahren. Sonst, wenn ich ja losfahre mit dem Motorrad, dann fahre ich ja meistens explizit für ein Thema, für ein Video. Mehr oder weniger zumindest. Heute jetzt aber irgendwie gar nicht so groß vorbereitet. Also ich hoffe, dass ich da ein bisschen was zusammenbekomme für euch. Oder dass ihr einfach nur ein bisschen die Fahrt und mein Gelaber hier genießt. Eigentlich kann ich nur bei 2000 Abonnenten jeden da draußen grüßen, jeden, den ich nicht kenne, die Leute, die ich kenne, die auch schon so lange dabei sind und schon extremst lange dabei sind und mich unterstützen oder man sich gegenseitig unterstützt. Apropos gegenseitige Unterstützung, da wäre auf jeden Fall, wäre mir da, ich werde es nicht sagen, das hört sich jetzt schmalzig an, wenn ich das sage, mit am Herz gewachsen und so, aber wenn ich schon von Anfang an immer gerne geguckt habe und als man sich kennengelernt hat, so diese wo man so seine Favoriten hat. Das ist auf jeden Fall Brabkalan da draußen. Der guckt meine Videos, ich gucke seine Videos. Wir schreiben so hintereinander und das passt einfach. Das gleiche bei Cole Moto. Ja, weiß ich auch nicht. Wer ist sonst noch so durch die Zeit gegangen damals, wo ich angefangen habe und wer ist geblieben? Boah, da müsste ich echt mal jetzt nachdenken. Da gibt es natürlich den einen oder anderen, der auf Instagram sehr groß geworden ist. Instagram sehr bekannt ist, jetzt auch Leute, die keine YouTube machen, aber trotzdem meinen Scheiß hier sich angucken. Zum Beispiel meine liebste Sackratte, Sackratas. Da gehen auf jeden Fall Grüße raus. Ich weiß nicht, wer noch alles. Badpad, Brad Pitt. auch schon, wie viele auch immer regelmäßig zu meinen Ride-Outs kommen, die ganzen Leute. Schon, da hat man ja ein Grüppchen oder eigentlich so zweierlei Lager. Ich nenne es einfach zweierlei Lager, weil es einfach bisher immer dazu gekommen ist. Entweder sind die eingekommen, terminzeitlich, und dann mal die anderen. Da hat man halt immer so seine Leute, die kommen, und das finde ich halt geil. Und das schon seit, ja, keine Ahnung, schon zum dritten oder vierten Mal. Also seit geraumer Zeit auf jeden Fall. Und sobald ich auf YouTube so einen Aufruf starte, ist auf jeden Fall immer der ein oder andere von denen dabei. Und finde ich einfach mega stark und... Erstmal Grüße da auf jeden Fall an jeden Einzelnen daraus, der auch immer zu meinen Rideouts gekommen ist oder auch der bis jetzt nur einmal dabei war. Und einen ganz, 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 ganz besonderen Gruß, wer auch hier einen sehr, sehr großen Stellenwert bei mir persönlich hat und hier auf meinem Kanal und auch eine Persönlichkeit im Universum Scorpiloten ist. Es ist auf jeden Fall Christian, Alltagstourist aus dem Osten. Der ist nicht einfach nur... Ah, das habe ich schon mal gesagt, Leute, aber trotzdem, immer wenn solche Sachen dann wie diese jetzt hier sind, und dann kommen mir solche Sachen halt immer wieder in den Sinn, dass man da einfach mal Danke sagen muss. Und bei so geilem Wetter, wir haben schon das ein oder andere erlebt und da wird natürlich noch mehr kommen. Und ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt den einen oder anderen vergessen haben sollte, und ich werde viele vergessen haben, sehr viele sogar. Ja, nimm mir das nicht böse. Keine Ahnung. Ist halt alles so unvorbereitet heute. Ich hätte mir natürlich auch eine Liste machen können und so. Von den Namen, wo ich das weiß. Und manchmal weiß ich einfach die Namen. Ich habe da nur Gesichter oder ich habe einfach nur die Synonyme aus dem Internet im Kopf. Aber ich meine jeden Einzelnen von euch da draußen, der meinen Kram hier unterstützt und mich anschaut. Ja, Rechtskurve ist bei mir schwierig mit meinem Auspuff.
muss ich schon sagen, da habe ich echt die Arschkarte. Schneller als so kann ich gar nicht fahren, weil sonst setze ich auf. Da habe ich echt die Arschkarte mit meinem Moped. Ey, hier sind ja echt ein paar schöne Kurven. Hier muss ich mal mit der BMW fahren oder mit der Cover, wenn sie dann mal fertig ist. Aber die Stadt hat viel in letzter Zeit. Ich muss da was machen, vergasertechnisch. Egal, so, das ist ein anderes Thema. So. Da wollte ich einfach nur mal eben so ein bisschen loswerden. Und wie gesagt, finde es auch mal cool. Also ich kenne auf jeden Fall schon so meine kleinen Pappenheimer, die auch immer wieder unter den Videos kommentieren. Ich glaube, das habe ich vor kurzem schon mal erzählt, aber heute ist einfach ein Jubiläum. 2000 Abonnenten ist nicht mal eben einfach so. Und bin da mega stolz drauf. Mich ehrt das auf jeden Fall, Leute. Und irgendwie auch geil, heute auch mit ein paar Leuten zusammen zu fahren und darüber zu sprechen und das Video aufnehmen zu können. Ist natürlich nochmal ein kleines i-Tüpfelchen. Auch vielen Dank dafür, für diese Chance und Situation. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Sonst habe ich gerade auch nichts mehr. Nee, Leute, dann eventuell sehen wir uns dann gleich noch Grafenmühle ein bisschen, werde ich, wenn wir da ankommen, vielleicht noch ein bisschen filmen. Aber ansonsten habe ich jetzt gerade auch nichts. Und ja, ich glaube, wir sind auch schon fast da. Irgendwie sieht es jetzt aber düster aus. Ich habe keinen Bock, nass zu werden, Leute. Das wäre jetzt noch gewesen. Aber Wettervorhersage sagt nicht, dass es kalt, ach, dass es nass wird heute. Und auch morgen nicht. Morgen soll auch nochmal so ein geiles Wetter werden. Aber mal gucken. Ja, vielleicht kann ich ja morgen auch nochmal was machen. Oder einfach mal nur so genießen. Mache ich auch öfters in letzter Zeit wieder. Ich nehme nicht mehr jede Fahrt auf, oder? Ja. Also wie gesagt, jetzt auch im Winter habe ich ja im letzten Video oder vorletzten Video für euch schon gesagt, es kommt nicht mehr jetzt wöchentlich oder so ein Video. Ist gar nicht möglich. Aber das, was geplant ist, versuche ich so durchzuziehen. Und ja, Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video definitiv, wenn ihr reinschaut. Kanal abonnieren für die, die es noch nicht getan haben und so weiter. Haut mal in die Tasten drunter. Und ja. Haut rein, Leute. Vielen, vielen Dank nochmal da draußen. Und irgendwann jetzt im Winter mache ich ein kleines Giveaway für euch. Und ja, Leute, wir sehen uns. Boah, richtig voll hier heute. Zum Abschluss nochmal richtig geil.